Oh, hier ist wieder Gekämpfe. Chris und Yun Erso und Captain Morgan. Ach, schon wieder. Yun Erso hat es gerade vom T-Rex geschossen. T-Rex sieht nicht mehr gut aus. Der T-Rex ist tot. 284er Rex. Oh, bei den Kantholzern läuft der Replikator. Uhu. Nicht schlecht. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon auf dem Schirm hatten, ne? Wir hatten bis jetzt Castle Engineers, die Fragezeichen. Und bei Kantholz steht jetzt einer auf dem Dach. Läuft bei denen. Genau wie der Terry vor Mikkel weg. Oh, oh, der springt gleich runter. Der springt gleich von der Klippe runter, genau in Sidious' Arm. Das ist ja witzig. Genau darunter ist sie dir. Ey, ist das witzig. Ey, der springt echt genau in Sidious Richtung. Wie witzig. Ah, okay, jetzt ist er wieder ein bisschen weiter weg. Aber so langsam könnte er doch mal umfallen, ne? Eine ganze Folge. Mikkel und der Terry. Ich glaube, Michael hat den Kentro geagrot. Das ist nicht so cool. Die gehen nicht ganz schön ab, die Kentro. Ja, vor allem wenn er dann irgendwann auf die Idee kommt, die Katze zu impalen. Also gegen diese Schneckenmassenhaltung müssen wir auch nochmal irgendwas unternehmen. Das ist doch nicht schön. Immer alle in die Ecke gequetscht. Ich weiß nicht, ob die alle wissen, dass sie das Element einmal rausnehmen müssen. Und dieses Flickwerk aus bisschen Stein, bisschen Metall, bisschen hiervon, das zieht sich so durch. Uiuiui, ui, ui, die Kiste. Die Kanthölzer
sind hier gerade auf so einem Steinfundament von Anstandslos mit ganz vielen kaputten Forges. Ich glaube, die haben den. Der ist tot. Ehrlich. Level 174 war er. Wow, Michael. Den gerade gefressen? Ja, er hat ihn jetzt gerade aufgefressen. Er hat ihm gerade noch die beiden Rams kaputt gehauen. Jetzt ist er tot. Oh mein Gott. Oh, guck mal, ein Tech-Schild. Ein Tech-Schild an der geizlos glücklich Base. Uiuiuiui. Oh, und eine Tech-Tür. Ja, der Ryan, ne? Vor einer Schnecke. Da gehen die Türen automatisch auf und zu. Ups. Warte mal, kaputte Forges vor 7 Minuten. Wie lange hält so ein Ding? 15? Kann auch nicht so lange her sein. Und der Wolf noch 7 Minuten. Ja, ich glaube, wir sind. Also ich wäre jedenfalls mit dem Fallschirm reingesprungen. Weil die sind nämlich nicht an der Mauer vorbei, die Mauer steht noch. Ja, es sind auch alle Türen offen. Ja, wahrscheinlich jetzt. Wahrscheinlich waren die vorher nicht. Ja, scheinen wir wohl den nächsten Tribe los zu sein. Mann, 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 die haben alle eine Moral. Alt F4 und der Giga gehört dir. Zocki ist mit seinem Pferd in einer Höhle. Und ich glaube in einer, wo wir auch mal waren, Greta. Also in diesem riesigen Ding. Boah, ist das dunkel in der Höhle. Er wird doch nicht nur zur Metallfarben dahin gegangen sein. Oh, stirb, lebt noch. Da kommen sie alle angeritten. Den armen Frosch zu verfolgen. Was haben wir da oben noch? Ein Känguru. Was ist denn mit den Stormtroopern? Sind die heute gar nicht dabei? Doch. Die sind irgendwo im Wald gelandet. Das sind das Empire. Ja, stimmt. Alles gut. Empire B hat heute auch schon ein paar Schnecken gefunden. Empire B? Summ. Speedy Gonzales. Empire B. Oh, sieht so aus, als würde Gato spionieren gehen wollen.
Alter Schwede, wenn der jetzt einen Raketenwerfer dabei hätte, ne? Könnte er mal eben kurz vier Super Forges auf einmal platt machen. Plus den Replikator. Ja. Oh, böse. Er liegt quasi fast auf deren Base. Die haben zwar Turrets, aber Verrückt. irgendwie nicht auf dem Dach, sondern nur davor auf dem Fußboden. Das ist nicht so schlau. Oh, die haben sogar oben auf dem Berg zwei Turrets, aber die sind nicht an. Beziehungsweise haben die noch keine Verkabelung und nix. Jetzt hat er sich wieder vom Acker gemacht. Das hätte richtig wehtun können. Oh, das Baby-Bus-Ding hat es wohl überlebt. Da haben sie wohl doch die Turrets mal kurz ausgeschaltet. Hier ballert einer! Hier ballert einer! Pfefferminztee ballert mit der Laserknarre! Und wird gerade von einem Feuerwehrmann angezündet. Tada. Geht er denn hin? Ja, schon lange nichts mehr gehört. Oh, hier sind die ersten beiden Rexe mit Tech-Satteln. Ein Knochen-T-Rex mit einem Tech-Sattel sieht übrigens ziemlich komisch aus. Ist auch mal ein schöner Anblick hier. Eine Steinbase mit einem Reflekt. Ach ne, da hinten ist Metall, alles gut. Na, es sind tatsächlich sechs Schnecken bei The Empire. Die Theresia ist irgendwie neu dazugekommen. So aus, als hätte Mo oder Maulwurf einen Graf Zahl umgebracht. Oh nein. Jedenfalls liegt er hier nackt und tot. Oh, ich habe eine Bula. Ach, die spielen wieder selber fangen. Die
Teebeutel haben sogar einen Käfig gebaut. Für die Schnecken. Ach, die haben Fordor, na. Oder Fordo. Was Takoda hier macht, das weiß ich auch noch nicht so genau. Der ist mit dem Fallschirm unterwegs und will anscheinend Richtung Meer, Richtung World Border. Ah, okay. Flossen er da schon mal an. Und jetzt springt er ab. Greta. Ah. Keule von den Skillerkillern verprügelt Schafe. Was? Wie kann er nur? Die netten Homies sind alle unterwegs, ey. Okay. Ja, die Tech-Rexe von den 6 Fragezeichen sind irgendwie auch unterwegs. Zumindest stehen sie nicht zu Hause rum. Jetzt Zocki sitzt auf einem drauf und der Detektiv sitzt auch auf dem Rex, aber der hat Oh, keinen. warte mal, hier passiert irgendwas Oh, die greifen die bei. Schneckenräuber an. Genau. Und von der anderen Seite passiert auch irgendwas. Da hinten ist noch grüne Schrift. Grüne Schrift ist Noah Games von Two Girls One Torch und steht hier einfach nur rum. Okay. Ronny hat ihn gerade einen Seitenhieb verpasst. Ronny ist das Nashorn. Irgendwer liegt schon hier tot rum. Captain Übermorgen liegt hier tot rum. Denn Jabua. Die Rex-Reiter haben die Plätze getauscht. Der Rex hat jetzt, hat wieder entladen. Oh, jetzt hat er wieder geladen und. Das sieht irgendwie bis jetzt. Ah, da kommt der nächste Tech-Rex. Der Knochen-Tech-Rex. Morpho von Johnny im Hintergrund. Ne, ist Xidia, der auf Johnny sitzt. Oh, Beam auf der Katze. Raketenwerfer, oh, getroffen. Alter, irgendwer hat den Detektiv vom Tech-Rex geschossen. Das dürfte Maulwurf gewesen sein, der liegt da und snipert. Okay. Auf dem Knochen-Tech-Rex sitzt auch keiner. Ich höre wieder die Raketen fliegen. Ja, Beam schießt mit Raketen. Und wer schießt noch mit Raketen? Boah, jetzt hat Beam City eine verpasst.
Oh, Yuneso springt runter, ohne die Rechse mitzunehmen. Okay. Warte mal, wo ist denn der zweite? Wo ist denn der Knochenrex? Mit Captain Morgan auf Follow. Okay. Xe hat wieder sehr lange Füße. Zieht ihr in den Anlauf. Ja. Bleibt am Stein hängen. Ah, der Rex, der leidet. Sie könnten gleich umsonst einen Tegrax-Sattel kriegen. Ah, der steht ganz gut auf dem Stein, ne? Jo. Ich glaube, der kommt da so nicht richtig dran. Maulwurf macht erstmal die Schlafsäcke kaputt. Dum-dum-dum. Vielleicht sollten Sie den Stein mal abbauen. Das wäre eine Möglichkeit. Mo plündert den Detektiv. Oh, der Rex bewegt sich. Oh, okay. Bestimmt einer gepfiffen. Packt der rum, der Rex? Ja, wenn der Rhino dagegen hat, dann dauert es manchmal einfach ein bisschen, bis... Ah, okay. Ein kommt mit Money. Und der heißt noch nicht mal Money. Das ist traurig. Ah, da geht er down. Das war's mit dem 320er Rex. Gibt eine extrem tanzende Leiche ab. Und zack, schon ist der Sattel weg. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben einen Tag-Rex-Sattel. Jetzt brauchen Sie nur noch einen T-Rex. Nicht schlecht. Also von der Verteidigung her war das kurz spitze. Ja, ich hab nicht verstanden, warum die mit den Rexen Ich wurde nicht gefunden. Da Laserfeuer gemacht haben. Keine Ahnung. Oh. Michael! Pfefferminztee läuft da. Attack-Rifle. Aber die Schnecken sind noch da von der Sesamstraße. Die haben sie gut versteckt. Das stimmt. Ich hätte das Gefühl, sie hätten noch ein paar mehr Betten in der Base platzieren sollen, die auch so gut versteckt sind wie die Schnecken. Aber ich muss sagen, Teebeutel sind auf jeden Fall nette Raider. Also bis jetzt haben sie ja alles größtenteils stehen gelassen. Aber alle 8 Schnecken sind noch da von der Sesamstraße. Das ist gar nicht so ganz dumm, was die da gemacht haben, ne? Frag mich, wofür die ganzen Kühlelemente sind, aber vielleicht war glaub, das das auch ist einfach deren Zuchtgehege. Ja, genau.
Das ist echt smart. Oh, der Safe ist nicht gepinnt. Oh. Ja, aber dafür müssen sie ihn nicht kaputt machen, ne? Haben sie dann schon noch ein Safe. Ja, Krümel Monster läuft durch die Base. Ist jetzt zwischen den beiden Gebäuden. Aber so sieht es echt so aus, als hätten sie keine Schnecken, ne? Die glauben jetzt einfach, dass die Sesamstraße keine hat. Ja, das ist durchaus möglich, dass sie das glauben. Aber die haben ja bestimmt mitgekriegt, dass die Sesamstraße auch welche gefunden hat. Ja, aber vielleicht ist ja zwischendurch ja vorbei. Ja, zwei Stunden. Zwei Stück haben sie gefunden. Zumindest von denen, die ich mitgekriegt habe. Wahrscheinlich ist bei denen gerade im Tierspiel so, das kann doch gar nicht sein, die müssen doch Schnecken haben. Warum ist denn hier nicht? Ich bin gespannt, wie oft die Pfefferminztee noch hin und her laufen will. Welche Frage habe ich mir eben auch gestellt. Ah, jetzt haben sie Getragebären. Eine Bär ist Schelle. Das andere ist Papa-Bär.